Marihuana. Das Teufelskraut, das es auf die Jugend abgesehen hat und sie verderben wird. Fast 100 Jahre wurde Marihuana so dargestellt. Lange Zeit war es verschrien als Teufelszeug, das Gewalt und Psychosen nährt. Doch inzwischen halten es viele Wissenschaftler für relativ harmlos. Dennoch ist Marihuana fast überall verboten und verrufen. Doch noch nie war es so wertvoll und stark wie heute. Auch wenn es von den Behörden bekämpft wird, Cannabis-Clubs haben großen Zulauf. Und passionierte Züchter wollen die Pflanze perfektionieren. Tief einatmen. Das ist das Marihuana der neuen Generation. Was wäre, wenn Ihnen ein Fremder eine Handvoll dunkler Pflanzensamen anpreisen würde, mit den Worten, sähe sie und du wirst reiche Ernte bekommen? Aus dieser Pflanze kannst du Seil herstellen, Tuch oder Papier. Sie hilft den Kranken und verschafft den Menschen eine berauschende Wirkung. Was würden Sie tun? Würden Sie die Samen behalten oder wegwerfen? Das ist das Dilemma mit Marihuana, dieser einzigartigen Pflanze. Ihr wissenschaftlicher Name? Cannabis sativa, auch bekannt als Dope, Gras, Pot oder Hanf. Wegen ihrer berauschenden Wirkung verschmäht, verboten und verehrt. Schätzungsweise 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt rauchen Marihuana. Allein 2 Millionen US-Amerikaner werden es dieses Jahr zum ersten Mal probieren und es damit zu der illegalen Substanz machen, die am weitesten verbreitet ist. Marihuana ist überall. Züchter, Schmuggler und Händler, sie tun alles, um ihre Kunden damit zu versorgen. Sie sind sogar dazu übergegangen, ihre Marihuana-Plantagen in staatlichen Wäldern zu verstecken. Da draußen in den Wäldern sind zwei verdächtige Personen. Der illegale Cannabisanbau auf kalifornischem Gemeindeland ist in vollem Gange. Bei jeder Kontrolle finden wir mehr Plantagen als beim Mal zuvor. Ron Pugh sorgt seit 29 Jahren dafür, dass in den Wäldern der USA die Gesetze eingehalten werden. Die Wälder zu kontrollieren, ist unser gefährlichster Job. Denn die verbotenen Pflanzen werden mit Waffen verteidigt. So setzen sich Polizisten und Zivilisten großer Gefahr aus, sobald sie einige Naturschutzgebiete betreten. Die US-Forstbehörde und andere Strafverfolgungsbehörden gehen gemeinsam dagegen vor. Heute soll eine illegale Cannabis-Plantage entdeckt und durchsucht werden. Allein in Kalifornien wurden in den vergangenen beiden Jahren mehr als 700 solche Aktionen durchgeführt. Wir fliegen jetzt über diesen Bergrücken. Etwa 10 Uhr. 10 Uhr. Gerade runter. Sehen Sie die braune Oberfläche? Ja. Das ist die Plantage. Sehen Sie die toten Bäume da unten? Ja, ich sehe sie. Sehen Sie dort das Wasser? Ja, sehe ich. Die andere Plantage. Lasst uns nicht zu lange bleiben. Nein, wir sollten verschwinden. Sind schon weg. Nun brauchen die Einsatzkräfte einen Plan für ihre Razzia. Vor ihnen liegt eine dreistündige Wanderung durch schwieriges Gelände. Mit dem Anbau von Cannabis verdienen die Züchter ihr Geld, viel Geld. Noch vor 20 Jahren wurde der Großteil des Marihuanas ins Land geschmuggelt, von Menschen, die dafür alles riskiert haben. Menschen wie Todd Steele. Den typischen Marihuana-Konsumenten gibt es nicht.
Ärzte rauchen es, Anwälte rauchen es, Immobilienmakler, Hippies und auch konservative Kirchgänger rauchen es. Steele war einer der größeren Dealer. Auf der High School kaufte ich erst 5, dann 7 Kilo. Doch ich konnte auch 50 oder 500 Kilo bekommen. Und irgendwann kaufte ich eine, später 20 Tonnen Marihuana. Als erfahrener Segler fuhr er bald auf Schmuggeltouren nach Kolumbien. Ich habe mich zu den richtigen Kontakten hochgearbeitet. Mit 17 schmuggelte ich dann in Kolumbien 20 Tonnen Ladungen. Wir segelten einfach darunter und gingen unseren Geschäften nach, ohne uns um das Gesetz zu sorgen. Wir wollten einfach mit einem Produkt handeln, mit dem wir uns ein schönes Leben finanzieren konnten. Mit Mitte 20 hatte ich so viel Geld, dass ich es nicht mehr zählen konnte. Todd Steeles Geschäft, über Landesgrenzen hinweg zu schmuggeln, gestaltete sich immer mühsamer. Heute werden die Grenzen schärfer kontrolliert und die Hochseeschmuggler wurden von den Züchtern aus der Nachbarschaft verdrängt. Wir observieren ihn seit 3 Monaten. Er hat keinen Job und verreist immer nur kurze Zeit. Er fährt einen schwarzen Ford F-450 und einen weißen Hammer. Der Kerl baut garantiert an. Hier in Florida hat die US-Drogenbehörde im vergangenen Dreivierteljahr mehr als 750 Razzien durchgeführt. Vorstadthäuser, die in Gewächshäuser verwandelt wurden. Innenplantagen. Es ist ein Rekordjahr. In den letzten 4, 5 Jahren ist die Zahl der Cannabis-Innenplantagen gestiegen, und zwar im ganzen Land. Leider ist ihre Zahl besonders in Florida so weit gestiegen, dass dieser Staat nun als Top-Produzent in den USA gilt. Hinter dieser Tür wurden 44 Pflanzen entdeckt. Das entspricht einer mittelgroßen Plantage im Wert von 115.000 Euro. Solche Plantagen bleiben oft unentdeckt. Die Züchter müssen sich nicht mehr den Gesetzen der Natur beugen. Cannabisanbau unabhängig von Klima und Lage. All diese Hilfsmittel züchten beinahe perfekte Pflanzen heran. Und damit auch ein stärkeres Produkt. Der bewusstseinsverändernde Stoff im Marihuana heißt Tetrahydrocannabinol, THC. Das Marihuana von heute hat in der Regel einen hohen THC-Gehalt. Es gleicht dem Gras der 60er gar nicht mehr. Wir haben Marihuana mit einem THC-Gehalt von rund 20% entdeckt. Im Vergleich dazu enthielt Gras in den 60ern und 70ern 3-4% THC. Heute sind es um die 20, also sehr starkes Marihuana. Es geht nur ums Geld. Innenplantagen bringen 3-4 Ernten im Jahr. Mit einem Durchschnittsgewicht von 1 Pfund pro Pflanze ergebe das hier in Miami 3.500 bis 4.000 Dollar pro Pfund. In New York wären es sogar rund 7.000 Dollar pro Pfund. Im Jahr 2005 schätzte das US-Außenministerium den Ertrag aus Innen- und Außenanbau auf fast 10.000 Tonnen. Laut einigen Studien löst Marihuana Mais ab, als das landwirtschaftliche Erzeugnis Amerikas, das den meisten Gewinn einbringt. So gern die US-Drogenbehörde die Plantagen auch loswerden würde, das wird nicht passieren. Überall auf der Welt hat die Cannabispflanze Vorkämpfer. Menschen, die von ihr leben, und Aktivisten, die die entsprechenden Drogengesetze für falsch halten. Das ist Mark Emery, der Prinz des Pot. Wir führen einen Krieg gegen die Drogenbehörde und gegen das Justizministerium. Dies ist die größte Legalisierungsdemo der Welt mit etwa 20.000 Leuten aus 250 Städten. Er ist ein weltweit bekannter Verfechter der Legalisierung von Marihuana. Wir brauchen viel Pot. Wir brauchen Millionen, die Pot anbauen. Und die Regierung muss viel Geld für unsere Verfolgung aus dem Fenster werfen, damit trotzdem viel Pot im Umlauf ist. Emery hat sich bereit erklärt, uns an einen Ort zu führen, an dem zuvor noch kein Fernsehteam war. Zur größten Innenplantage, die er kennt.
Viele Züchter wollen vor mir angeben und führen mich durch ihre Plantagen.